Herzlich willkommen zu WinOffice Pro 5 Screencasts. In der heutigen Lektion lernen Sie, wie Sie in einem Rechnungsdruckbericht überflüssige Spalten ausblenden können. Wir öffnen dazu eine Rechnung aus der Auftragsverwaltung, in diesem Fall eine Nettorechnung. Wir wollen den Bericht für die Nettorechnung ändern, gehen auf die Druckenschaltfläche und sehen bei verfügbare Berichte, ist der von uns mitgelieferte Standardbericht eingestellt. Wir werden jetzt über die Vorschau überprüfen, welche Spalten angezeigt werden. Wir sehen hier von Position bis Gesamt verschiedene Spalten. In unserem Fall wollen wir die Abzugsspalte und die Positionsspalte ausblenden. Wir verlassen die Vorschau, wechseln über die Einstellungsschaltfläche auf die Einstellungsfenster für die einfachen Einstellungen im Druckbericht. Auf der rechten Seite sehen Sie bei Spalte Abzug 16 mm eingestellt. Wir geben eine 0 ein, bei Position auch eine 0. Mit diesen Einstellungen werden diese beiden Spalten nicht mehr angezeigt. Sie sehen hier links oben, ist ein neuer Bericht angelegt worden, Standardbericht bearbeitet, als Kopie von dem Standardbericht mit den von uns vorgenommenen Einstellungen. Wir wollen, dass dieser Bericht bei der Nettorechnung immer als Standard gesetzt ist und so beim Druck vorausgewählt ist. Jetzt überprüfen wir noch die Änderungen in der Vorschau und sehen, dass die Abzugsspalte und die Positionsspalte nicht mehr angezeigt werden. Wir schließen die Vorschau, der Bericht ist gespeichert und Sie können mit diesem Druckbericht als Standard voreingestellten Druckbericht arbeiten. Herzlichen Dank, besuchen Sie uns wieder auf winofficepro5.de.